gibt zwei weitere Namen, die wir auslöschen müssen. Den Skorpion und den Schakal, okay? Mitglieder von Ptolemaeus. Hallo und herzlich willkommen, ich bin der Lautschmar und ich begrüße euch recht herzlich wieder bei Assassin's Creed Origins, jawohl, und wir sind in der Arena und wir sind kurz davor, mit den Brüdern zu kämpfen, aber wir quatschen erstmal wieder mit unserem Ausbilder hier. Also, eure Chance gegen die Brüder, ich wünsche euch kein Glück, denn Glück hilft euch nicht. Aber hört mir gut zu, zusammen sind sie einfach zu stark. So haben sie mich besiegt. Trennt sie auf. Bekämpft immer nur einen. Und vielleicht überlebt ihr. Danke, Horus. Aber sei unbesorgt. Ich werde heute nicht sterben. Es gibt viel Schlimmeres als den Tod. Seid vorsichtig. Okay. So. Okay, hier ist, glaube ich, nichts mehr oder niemand mehr, mit dem wir quatschen können. Nö. Also, geht's zu Felix. Ihr schlagt euch gut für zwei Landeier. Eure Zeit ist gekommen. Die Zuschauer sind es leid, dass Viridovix und Diovikos alle Gegner mit Links vernichten. Ich baue darauf, dass ihr es unterhaltsamer macht. Und eines noch. Tötet sie nicht. Meine besten vier Kämpfer müssen leben für die Revanche. Die Gallier haben denselben Befehl bekommen. Also gut, wir werden sie nicht töten. Aber was Schmerz und Demütigung angeht, garantiere ich für nichts. Das so. Ist der Bayek. Unser großer Moment. Man wird uns Denkmäler errichten und unsere Namen auf alle Tempelwände kritzeln. Ja. Wir werden verehrt. Reich und berühmt! Okay, dann betreten wir jetzt mal die Arena. Hier sind die Herausforderer für die Krone! Die Beschützer von Diva! Unübertroffen! Unbesiegt! Hier sind die gallischen Brüder! Auf geht's in die Schlacht. So. Yes. Komm. Alter, Alter! Ich muss mal ein bisschen aufpassen jetzt. Oh. So. Auf geht's, jawohl. Und jetzt zack. So. Alter! Können wir mal zusammen einheizen, das ist schön. Okay, den habe ich frei. So, sind wir gleich fertig. Ja. Sehr schön. Sehr schön. Krokodil! Die gallischen Brüder sind besiegt!
Für den Tod der kleinen Shadia verdient ihr den Tod! Mädchen am Leuchtturm! Das waren wir nicht, ich schwöre! Wir haben viel Schreckliches getan, Sivano. Aber dieses Kind haben wir nicht ermordet. Ein Hoch auf die neuen Meister! Wir waren die Beschützer von Siva! Wir sahen die Soldaten das Mädchen fangen und zu Berenike bringen, zum Krokodil! Sie hat dieses Kind ertränkt. Sie nahm ihr ein Buch ab, ließ einen Stein an ihren Knöchel binden und stieß sie ins Wasser. Wir konnten nichts tun. Deswegen bist du also zu mir gekommen, oder? Du wolltest ihren Patron, dieses Krokodil. Bayek, warum hast du mir nicht vertraut? Hm? Ich hätte dir geholfen. Du bist Söldnerin, genau wie die. Es war einfach zu riskant. Welches Schicksal erwartet die Gefallenen? Nein. Ist es Leben? Bayek. Oder Tod? Du musst mich doch besser kennen. Tod. Bayek, du kennst mich doch. Oh Mann. Puh. Die Brüder sind besiegt, aber jetzt wissen wir auch, dass sie nicht verantwortlich waren für den Tod von Shaya, sondern das Krokodil selbst. Und das Krokodil ist kein er, sondern eine sie. Wer hätte das gedacht? Also muss sie sterben. Es führt kein anderer Weg dran vorbei. Unsere Zeit in der Arena ist vorbei. Jetzt können wir uns wieder den wichtigen Aufgaben widmen. Wir brauchen keine Aufträge mehr. Unser einziger Auftrag ist, das Krokodil auszulöschen. Mehr bedarf es nicht. Aber ich denke, das wird schon schwierig genug. Aber ich bin trotzdem sehr gespannt, was uns jetzt erwarten tut, wenn dieser Ladebildschirm dann irgendwann mal vorbei ist. Heieiei, so. Okay, dann schauen wir mal. Bei allen Göttern schickt man uns eine Botschaft vom Himmel? Genau, Berenike, genau, das ist unser Nächster. So, wir sprechen nochmal mit Felix. Der glorreiche Medjay ist zurückgekehrt. Du hast ganz schön für Furore gesorgt. Du hast mich überrascht. Nicht schlecht für eine Sandratte. Ich mag Unternehmer, Freigeister, Kassenschlager. Du liebst es zu kämpfen, ich liebe es Geld zu machen. Zusammen können wir beides. Ich finde die Kämpfe, du gewinnst sie. Wir werden beide reich. Oder ich werde reich. Du bekommst, was ich dir gebe. Wenn du mehr willst, geh nach Kyrene. Ich hab dort deinen Namen fallen lassen. Gern geschehen. Was ein Depp. Okay, weiter geht's. So. Also war es Berenike. Sie ist das Krokodil. Sie hat Shadia umgebracht. Sie hat so viele in den Ruin getrieben. Sie beschreibt sich als Mäzenin des Wohlstands und der Kultur im Fayum. Man spürt ihren Einfluss in der gesamten Region. Ihr Reichtum kommt von ihrem Anwesen im Norden der Stadt, der Kerkesucher Kornkammer, der größten in ganz Ägypten. Sie veranstaltet ein Gastmahl mit anderen Einflussreichen aus dem Fayum. Jeden Abend zieht sie sich in ihre Villa zurück, wo sie sich mit Geld und Schmeicheleien ihre Gunst sichert. Dann werde ich sie dort finden. Danke für deine Hilfe, mein Freund. Was machst du jetzt? Ich gehe auch zurück in meine Villa. Ich muss was trinken. Chinut und ich müssen in Ruhe trauern. Leb wohl, Bayek. Wenn du getan hast, was du tun musst, würden wir uns freuen, dich wiederzusehen. Ja, sehr gerne. So, Gladiatorenarena, Arena freigeschaltet. Du kannst jetzt jederzeit wiederkommen, wenn du dich neuen Herausforderungen oder Bossen stellen willst. Okay. So, jetzt vorerst mal nicht. Jetzt haben wir was anderes zu tun. So. Und zwar müssen wir zu Berenike in die Villa.
sie bleibt des Nachts in der Villa, okay. Sollen wir erst dann nachts angreifen? Wir schauen mal. Wir fahren jetzt erstmal hin. So, hier ist schon wieder Ende Gelände. Aber macht nichts, den Rest können wir auch mit unserem Pferd noch zurücklegen. Aber erstmal hier nochmal ein bisschen schwimmen. Kein Problem für uns. So, okay. So. Hier ist unser Kamel. Und in 700 Metern die Villa, die wir besuchen wollen. Um Berenike einen Besuch abzustatten. Und ihrem Leben ein Ende zu bereiten. So. Das ist die Kornkammer, von der Hutte versprach. Das Krokodil muss da drin sein. Kornkammer von Kekesucha. Wie viele Wochen ein Getreide wird von Steuern und Soldaten aufgefressen? Oh. Hier bleibt kaum genug für die Familie. Wir flippen einfach mal weiter. So. Okay. Da vorne scheint sie zu sein. Wieso ist Kino nicht... Ah, okay. Kino ist jetzt nicht verfügbar, weil wir gerade im Konflikt sind. Aber jetzt. So. Wo befindet sich das Krokodil? Hier. Oh, sie weiß schon Bescheid. Okay, sie ist schon auf der Flucht. Okay. Okay, jetzt müssen wir uns beeilen. So. Da vorne ist sie. Sie will schon flüchten. Aber wir kriegen sie. Wir sind schneller als sie. So. Sie rennt mitten durchs Dorf. Auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. So, du, das. Du wagst dich hierher. So, zack. Das war's. Stirb! Okay. Nein, wir sterben nicht. Jetzt kommt ihr von diesem... Ja! Ermordet. Von einem von euch. Shadia. Wer? Shadia! Das Kind, das du ertränkt hast! Wie alle deiner Art erkennst du nicht, wie großartig Ägypten sein könnte. Ist es das, was du dir vormachst? Du vergisst die, die du getötet hast. Sie war das Kind von Chenut und Hotefress. Chenut war ein sturer Bock. Diese Aufzeichnungen hätten jede Hoffnung zunichte gemacht. Dafür zerstörst du Familien? Ich tat, was getan werden musste. Ich werde alles vernichten, wofür du stehst, Berenike. Und ich töte alle, die so sind wie du. Doch im Moment zählt nur, dass du Shadia getötet hast. Und das Letzte, das du hören wirst, ist ihr Name. Shadia! Genau. So. Oh Mann. Shadia haben wir jetzt gerecht. Oh. Ich wusste, du kommst, alter Freund. Was? Vielleicht war es mir bestimmt durch dein... Greift ihr mich jetzt an? Ich glaub's ja jetzt nicht. Was war denn das jetzt? Hä? Was war denn das jetzt bitte? Warum hat es jetzt abgebrochen? Oh Mann. Was war denn hier jetzt gerade bitte los?
Wach auf! Wach auf! Oh. Leila, sofort! Ich brauche dich! Oh yeah. Ein Van in der Durchfahrt! Oh Gott! Ein Van? Aya, was willst du mir? Vergiss diese Aya! Abstergo ist hier! Sie müssen dahinter gekommen! Oh Scheiße! Fuck! Die? Hier sind sie auch! Okay, Leila, hör zu. Ich kenne dich. Und ich weiß, dass du einen Ausweg findest. Okay. So, dann müssen wir mal gucken. Oh oh. Alle? Hal kul shay ala ma yaram? Alam ya Sheikh Mathnain. Laqad aqtahamna madkhal mawqa' wahid. Waqlaqna al-makan. Yajri taftish al-an. Zack. Wie läuft es? Sie hat ja auch die Klinge. Schlecht. So, weiter geht's. Zack. Die sind auch weg. So. Hier können wir schön stealthy vorgehen. Das ist nicht verkehrt. So. So. Ich muss es tun. Sie oder ich. Ganz genau. Bleibt dir nichts anderes übrig. So, den kriegen wir auch gewuppt. So. Alles klar. Nein, nicht! Bitte! Nicht! Die? Nicht die! Nein, nein, nein! Oh Mann. Ah! Fickt euch, Abstergo! Ich zieh das jetzt durch! Oh Mann! Krasse Scheiße. Wenn ihr das hier hört, seid ihr von Abstergo und ich bin tot. Tut mir einen Gefallen. Sorgt dafür, dass Sophia Ricken das hört. Ich wollte immer am Animus-Projekt arbeiten. Ich wartete 12 Jahre. Das Warten brachte nichts. Also baute ich einen Animus, der mir Zugang zu allen Erinnerungen gibt. Nicht nur den meiner Vorfahren. Ich habe sogar die Geburtsstunde der Assassinen miterlebt. Artefakte, Gräber, die eigentlich nur als Legenden galten. Ich habe sie gefunden. Weil ihr mich getötet habt, verliert ihr dieses Wissen. Ich verstehe, warum ihr mich töten wolltet. Aber musstet ihr meine beste Freundin töten? Warum hat sie... Oh, Habibti. Ich hätte auf dich hören sollen. So. Rein geht's. Wieder in den Animus. Alter Schwede. Wow, krass. Riecht nach Hühnchen. Stecke Fahrzeuge in Brand, um etwas Chaos anzurichten. Warren bemerken einen heimlichen Eindringling. Okay. Wie auch immer. Krass. Aber was ich viel krasser fand, dass unsere Partnerin uns jetzt noch angegriffen hat. Gerade eben noch, also Bayeks Partnerin in der Arena. Aber wir sind ja unterbrochen worden. Da bin ich mal jetzt sehr gespannt, was jetzt der Sache ist, was jetzt abgeht. Oh mein Gott. Puh. Das ist harter Tobak. So, aber das Krokodil ist schon mal Geschichte und das war eigentlich die letzte auf unserer Liste. Aha, wir haben eine neue Quest. Ayas Brief, Bayek, wir haben eine Allianz mit Pompeius. Wie es mit Rote Fress und Renut geht, ich besuch sie mal. Genau, aber Apollodorus hat schlechte Neuigkeiten. Die wir verfolgt haben, waren nicht Chemus Mörder, Bastarde, ja, aber es gibt 2 weitere Namen, die wir auslöschen müssen. Den Skorpion und den Schakal, okay. Mitglieder von Ptolemaeus, ja. Wie auch immer, ich kann das nicht so aussprechen. Ptolemaeus, wie auch immer. Und so weiter und so fort.
habe diese Scheißkerle getötet. So, aber jetzt machen wir uns schon mal die Quest ein mit Shaias Ruhe. Apollodorus muss davon erfahren. Auf nach Herakleion. Genau, auf nach Herakleion und Shaias quasi Shaias Ruhe wollen wir auch noch machen. Aber das machen wir erst in der nächsten Episode, wenn es heißt Assassin's Creed Origins. Seid wieder mit dabei, wenn euch diese Episode gefallen hat. Könnt ihr gerne mal ein Like da lassen, könnt natürlich auch was in die Kommentare schreiben. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Bye, bye.